fahren. Das Lager am Ziehen. Hilfe! Hilfe! Ich renn einfach gemütlich hinter. Autsch. Ich bin ja, tot. Du bist der Einzige, der getroffen wird, ja. Wie? Ja, dreh mal, dass ich durchkomme, das wäre super. Nach links drehen, ja. Halt, nein, 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 nein! Ja, hört den Benny, du bist jetzt alleine. Benny einfach. Du bist alleine. Geh nach links und hol. Oh, endlich. Ja. Ich hab gerade das richtige T-Shirt an. Ich bin sicher, die Helden würden noch einen Versuch wagen. Gummi-Fail-T-Shirt oder was? Gibt's sowas schon? Ist ein Facepalm-T-Shirt von Captain Picard. Benny, wo bist du? Ich bin tot. Tot? Schöne Sache, schöne Sache. Ich bin gerade aufgestanden, hab mein T-Shirt gezeigt. Achso. Das ist ja auch essentiell. Sag mal, wie schnell kommt man hier um? Das war gut, ne? Benny, warte mal, warte mal, warte mal! Was denn? Das sind einfach die Steine auf dem Boden. Ich komm mal ja, hoch. Ganz einfach die Steine. Du kannst ist aber ja laufen, auch. Das würde auch gehen. Hm? Hättest du einfach laufen können. Wenn du schnell läufst, geht's auch. Und warte, Benny! Oh, ey, ihr hängt doch schon dran, es geht hoch! Hängt doch einfach weiter dran! Ja, ich häng ja mit dem Seil, was soll ich denn sonst machen? Du stellst ja auf die andere Seite, wie wir runtergehen im Moment. Mal gucken, ob's da oben noch was gibt. Da oben machen wir das schon. Durch. Das ist die Frage, wie kommst denn du durch? Ich glaube nämlich gar nicht. Ja. Auch eine Option. Ich hau sie kaputt für Muad'Dib! Was? Für Muad'Dib? Sagt dir das nix? Dune, der Film? Lol. Ich glaube, du musst den anderen da oben auch noch kaputt machen. Bumm. Hier, Lumi, wie, auf mich. Wie, spring wie auf so mich, oder? Wie mach's. So ein Onyx. Ein Onyx? Ein Onyx? Ein wildes Onyx greift an. Oh. So haben wir das nicht gewettet. Hier sind noch Sachen unter mir. Ah! Felix, das war sogar richtig. Du hättest dich nur festhalten müssen in dem Moment. Ja, toll. Festhalten an Wasser. Oder du, mach hier, wo ich stehe, mal das Antigravitationsfeld hin. Ja, du musst dich an dem Ast hier festhalten, wo ich draufstehe. Nee. Hier sind Sachen unter mir. Und ich würde sagen, du musst dich da rumschwingen. Und wieder zurückkommen irgendwie. Weiß nicht, du brauchst eine Polanke oder sowas? Oder du nimmst doch da. Ja, läuft. Und jetzt? Lumi! Moment, bleib dran. Bleib doch dran. Ich hätte es nach oben gehauen. Die, oder die Lumi jetzt nach oben gehauen können. Die Route hat nicht mehr ausgereicht. Es geht ja schon die Liebling. Wohin? Warum geht's denn hier nach oben? Warum ist denn hier so ein Sprung? Hi! Oh komm, aua! Geil, tut mir weh! Nicht geil, geil! Verdient! Verdient! Warum lass mich doch ein bisschen rollen? Geh damit, Schwierig! Ich weiß nicht mal, was ich glaube, der ist von vorne nicht so zu verletzen. Would be my guess. Hier, ach. Skorpion. Hilft dir das? Nee. Nein. Skorpion, pot. Au, verdammt. Ja, aber ich hab's richtig gemacht. Der ist hängen geblieben. Jetzt müsste hinter ihn und ihn von hinten angreifen. Ich kann der, mach ja keinen Schaden. Ich bin einfach zu. Ich gleite hier zurück. Arsch. Nee, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Ich gleite hier einfach zurück. Ich kicke ihn mit der Kiste. Oder wir gehen einfach vorbei. Ist ja auch die Option. Nein, da oben gibt's noch was. Ja, ich glaube, wir können ihn nicht verletzen. Ich habe ihn einfach nur festgehakt. Da oben gibt's noch was. Ja, dann. Hau rein. Nein. Benny nach oben gestoßen oder was? Ja, das nee, ich kann so hochspringen tatsächlich. Da unten geht's halt weiter. Ups, doch. Hey. Oh, warte mal, jetzt eine Kanone. Ja. Danke, dass ich da hingedreht und drauf stand und nicht runtergerutscht bin. Keine Scheiße. Ah, komm, Frau, ey.
Du machst mich fertig. Felix, ich würde gerne... Nein. Ja, beweg mal die Route. Aber trotzdem, wofür ist das hier? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Lumi, würdest du mal die Route bewegen, dass sie nach oben auf die Linsen zeigt? Das habe ich versucht, aber das hat nichts gebracht. Kannst du das nicht nach unten drehen hier, was auf mich schießt? Ich kann es nur nach oben drehen. Nee, nach... Achso. Das ist... Wäre auch okay gewesen, hättest du es oben gehalten. Ich wollte es oben halten, aber du bist draufgekommen und dadurch hat sich meine... Ich bin oben drüber gesprungen, bin überhaupt nicht draufgekommen. Nein, ich hatte es direkt aus den Fingern verloren, obwohl ich die ganze Zeit bin drauf bin. Bin safe oben drüber gesprungen. Guck mal, Leute. Siehst du mal. Also in meinem Spiel bist du nicht drüber gesprungen. Ich hab Lumi umgebracht. Yes. Was ist aber lustig? Guck mal. Naja. Wollt ihr auch mal umbringen? Vergeltung. Oh, hat nicht so funktioniert. Ich spiel gleich okay, ich lasse ihn einfach hier hängen, geh noch einer hoch, ihr macht das schon. Nee, Spaß. Nein, wir brauchen dich in dem Fall echt, sonst kriegen wir das da oben nämlich nicht runter. Ich glaube, wir sind inzwischen so weit, dass wir uns immer alle brauchen, tatsächlich. Nee, stimmt nicht, wir haben es auch schon sehr gut ohne alle geschafft. Ohne alle? Ja. So, mit Halbe. Einfach springen und laufen, würde ich sagen, und hüpfen. Ja, Timing Lumi, natürlich nur. Auch. Soll ich noch auf dich warten, Lumi? Da kannst du ja. Komm ich denn da ran? Dich zurücksetzen? Komm schon. Ich glaube, wir müssen dann das wieder zurückmachen mit dem O. Ja, gerade Kampfszene. Okay, ich bin automatisch da. Okay. Sorry, du warst ein bisschen weit weg, glaube ich, von mir und du wirst teleportiert. Ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Ihr schafft das schon. Wie kommen wir denn hier ran? Okay, ich bin wieder ganz zurück. Nee, ich bring mich lieber hoch. Kannst du da nichts gegen schmeißen? Nee, das ist nicht kaputt machbar. Das ist für dir dein mit Job den Dingern, dann. Warte, geh mal weg. Nee, die kriegst du nicht so weit. Moment. Oh, kannst du sie umdenken? Nee, das wollte ich nicht. Aber lass, halt mal oben, halt mal oben, halt mal oben, halt mal oben, halt mal oben. Ah, halt doch oben! Nee, geht nicht. Okay. Lumi, jetzt bist du ganz alleine. Und wir sind hier hinten, ne? Ja, ja, und? Wir kommen doch da easy hin, wir müssen ein bisschen. Ne, oder wir werden einfach teleportiert, das ist die andere Option. Ja, keine Ahnung, wie man hier rankommt an das Ding. Da bin ich irgendwie. Ah, Moment mal, hier ist ein Schalter. Wie wär's mit dem Schalter, der daneben ist? Der da? Sorry. Da, der rot leuchtende Schalter hier direkt drunter. Da, rechts, wo ich dagegen hüpfe. Ach, da! Dagegen au! Dreimal? Weil da hat sich, glaube ich, gerade irgendwas bewegt. Nicht? Doch, vielleicht? Vielleicht müssen wir müssen mit dem Licht, wir müssen das Licht dahin bringen, an die roten Schalter. Ah ja, das ist so ein Bruder-Dings. Ja. Dann kannst du noch links eine Truhe hinstellen, dass nicht ins Feuer, sondern nur, dass die Schüsse blockt. Ne, nicht ins Feuer, irgendwie so, dass sie stehen bleibt, möglichst. Ja, die Schüsse sind halt auch aus Feuer, ne? Ne, sind sie nicht. Tada. Oh, ist mein Decker. Ich würde weggehen, Lumi. Nicht gut, nicht gut. Weg. Nicht gut. Ich würde ein Stück weggehen, Lumi. So, ich hab. Kannst du nochmals? Oh fuck, hinstellen. Kann nicht Sinn machen. Weil du da die ganze Zeit so abgelenkt hast, dass es hier direkt. Ja. Stand. Das war meine Dummheit. So, jetzt bin ich wieder bei euch. So. Ich mach's direkt nach oben. Oh, 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 verdammt. Ach, verdammt. Ich muss es, glaube ich, erst umlenken und dann musst du das hinsetzen. Oh nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ich wollte da eins hin machen und dorthin machen. Problem ist halt, dass es so viele Dinge sind. Problem ist. So? Entschuldigung, ich wollte euch nicht treffen. Tatsächlich. Tada! Jetzt. Ah. So. Hat funktioniert. Geschafft. Hat nur ein Weilchen gedauert mit Gehirn und so. Penny? Ja, du wolltest gucken, ob es hier nach unten kaputt geht. Oder ob hier noch irgendwas oben drüber ist oder so, aber... Ja, ja, ja. Ich opfer mich, Geronimo! Tschüss. Ja. Ja! Danke, Lumi. Bist du da gestorben? Ich habe keine Ahnung. Ja, Lumi hat das Ding auf mich... Ja. Lumi hat das Ding auf mich geworfen und... Ich glaube, Lumi hat dich getötet. Ja, anscheinend machen sie doch was kaputt. Du kannst sie... An der Kugel kannst du nicht festhalten. Jetzt hab ich ihn nicht. Okay, ihr könntet jetzt das Ding benutzen, um dann da oben
Ich muss erstmal hier Kobolde und so, also, oder zumindest Zombies. Blumi, ich vertraue dir. Halt das mal so. Dort. So nur. Ha! Oh, okay. Warum mal einer an. Lagen wir denn nicht einfach unten wieder das Ding, dass das rausfährt? Zwei habe ich. Felix, spring ja, auf mich! Spring auf mich! Hab's. Wir müssen jetzt trotzdem zurück, ne? Glaube ja. Ich. Weil hier ist der Zugang versperrt zum Weitergehen. Lumi, du kannst loslassen. Oh, das ist hier Timing? Oh, holy. Was? Holy moly. No. Hier ist ein Checkpoint. Mit Timing hier rüber. Ach, krass. Oh Gott, da gibt's ja noch mehr Timing. Oh Gott, wie viel Timing ist denn jetzt hier gefragt? Eieieiei. Das überfordert mich. Ich bin doch ein alter Mann. Vor allen Dingen, wann wird der Totenkopf da drüben aktiviert? Wenn das hier hochkam, jetzt. Ah. Wenn du dagegen läufst. Oh fuck. So, noch mehr? Nö, ich glaube, jetzt haben wir hier alles in dem Rumgespringe. Würde ich sagen. Müssen wir noch hier hochkommen. Nice. Oh, ach, nö. Nicht so funktioniert mit dem einen Kerker. Ich hätte mal drüben hier bei den Eiskörpern. Was ist das hier? Wir müssen wieder ein Lichträtsel machen, okay? Ja, ich hab ihn selbst gegrillt. Kannst du nicht grillen? Ja, den du auf die Taste drückst. Ich sehe, dass der Lichtstrahl nicht, der da rauskommt irgendwo. Der das kommt sieht schon. Wie Lotto aus. Guck, wenn ich jetzt hier. Wenn wir hier drauf gehen, sehe ich nur den Schalter. Oh. Und wo muss der hin? Das ist eine gute Frage, aber da oben sind noch Sachen drin. Du hast noch einen Spiegel. Irgendwann müssen wir einen Spiegel machen. Der Spiegel muss noch irgendwo hin. Den Spiegel kann man auch. Aua! Du hast gerade einen Fahrbahnspiegel. Ja, und den Spiegel kann man auch drehen. Ich hab nicht gesehen, dass das ein Spiegel ist. Du kannst das Ding wahrscheinlich da draufstellen für den Spiegel. Jetzt geht immer weiter weg, gell? Kannst du den Spiegel nicht mit deiner Zauberkraft Aua bewegen? Frage ist, wohin? Wo ist das Ziel? Aua! Kill uns noch, Lumi! Kill uns noch! Hier ist wieder so ein bekloppter Kopf, den müssen wir bestimmt irgendwo hinbewegen. Ja. Hier, also, Lumi, guck mal. Wo das Ziel davon ist. Wo ist der Körper dazu? Ist der eventuell unten? Müssen wir den Körper nach unten bewegen? Den Kopf? Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich tot bin, wenn ich nochmal hier. Ich geh mal kurz nach unten. Guck mal, du bist durchgekommen, ohne dass du gestorben bist. Ich geh mal nach unten gucken. Haben wir hier ein Köpfchen? Oh. Au! Sieht nicht so aus. Hier. Bewegt sich was. Irgendwas habe ich aktiviert gehabt bei meinem Versuch. Ein Köpfchen haben wir hier nicht. So. Du dann nochmal auf das Ding da lenken, auf diese Plattform. Wo das, ja, dort, wo du das vorhin hattest, da wurde da, das hat doch richtig gerumpelt. Ja, aber das war nicht richtig, das hat dann wieder aufgehört. Ich hab's vorher irgendwo an irgendwas gehabt, wo ich dich kurz vorher bestritten. Hier kann man noch was runterziehen, ne? Hier oben. Guck mal wieder an, wo man das hinmachen kann. Vielleicht kann man es auf dem Boden steuern. Hä, warum ist das jetzt aus? Weil keiner mehr drauf, weil ich das Ding hier runtergefahren habe. So. Tatsächlich. Ach, deswegen war das wohl. Du kannst den Kopf auch einfach da drauflegen, vielleicht. Auf die Mitte meinst du? Nee, auf das hier, wo du stehst, ja, selber. Wo nee, oder wo ich drauf hänge. Oder nur da, wo er dran hängt, ist die andere Option, ja. Wenn es da hingehen kann. Frage ist, müssen wir schon. Nee, auf die Dinger müssen wir halt nicht. Vielleicht hier irgendwann eine Tür kaputt machen? Kannst du das kaputt machen, wo ich gerade hinschieße? Glaube nicht, das sieht sehr stabil aus.
Vielleicht kann man das runterziehen? Nee. Dann müsste der Magier was probieren, ob man das runterziehen kann. Ich würde sagen, hier irgendwo. Ah! Nein! Nimm den Kopf da runter! Nimm den Kopf runter und geh da runter. So. So, und jetzt versuch mal den Kopf dahin zu tun, wo ich den hab. Also oben drauf. Ja. Das ist doch scheiße, wir brauchen den noch für irgendwas anderes. Aber ich sehe nicht, wofür man den brauchen könnte noch. Ich habe ja nichts gefunden, wo man den hin tun kann. Tu den mal da drauf, bitte. Dann muss er so durchpassen. Der ist dafür nicht gedacht, der passt da auch nicht durch. Also du mit großer Schwierigkeit und dann kriegen wir nie wieder raus, wenn man für was anderes braucht. Dann klitschen. Bitte, 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 bitte. Bleib doch jetzt bitte einfach mal daran hängen. Nimm den Kopf doch dort mal weg. Ich will aber was anderes steuern und dann will ich den Spiegel nochmal umprobieren. Vor allem, weil Benny nochmal hat. Jetzt hat er gerumpelt, aber ich weiß nicht, was er gerumpelt hat. Ich würde sagen, wir müssen das zur Tür ganz rechts leiten, den Blitz. Ja, dann versuch mal. Was es direkt auf die Tür zeigt. Keine Ahnung, guck gerade mal. Guck mal auf den Kopf da oben. Nur rumpelt's. Immer wieder. Aber was nützt mir das? Vielleicht ist es mit dem Spiegel besser, geh doch mal da weg. Ich glaube nicht, dass es mit dem Spiegel ist. Ganz ehrlich. Das geht zu steil. Du bist viel zu weit weg, Felix. Hör auf zu rauchen oder zu futtern. Ich futter nicht, ich habe jetzt mein Mikro hochgeklappt. Aber wenn wir es hier hinschieben, schieben wir es. Das ist übrigens verkehrt rum gerade den Spiegel, ich wollte es nur erwähnen. Oh. Ja, genau, Lumi, genau. Ich mach das Ding wieder rum, ey. Ah, sehr gut, ey. Selbstmordquote steigt heute in Deutschland. In Deutschland? Also immer wenn ich es auf die Tür da hinten irgendwie mache, rumpelt's. Ich weiß nicht wofür. Aber ich glaube, das kann wirklich mit dem Spiegel eventuell besser sein, weil es besser reflektieren kann. Ja, warte mal. Ich würde ihn gerne schieben, aber der will nicht so richtig. Vielleicht muss man auch mit Spiegel und Schild das machen. Oder? Also ich sehe halt tatsächlich hier nichts so richtig, wo man weiterkommt. Oh, jabba 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 jabba. Lass uns mal. Ja. Oho! Alles gut. Ich brenn ja nur. Moment mal. Haben wir noch irgendwo einen anderen Sachen, wo wir das hinpacken müssen? Irgendwo ganz anders? Das Rätsel ist echt fies. Wir kommen da schon drauf. Ich meine, theoretisch geht es ja irgendwann hier unten weiter. Ich weiß nur nicht wann. Also, weil hier ist ja auch noch eine Wand. Schön, dass ich jetzt einfach wieder bei Lumi hinten aufgestellt werde. Ja, wenn du zu weit nach links gehst, wirst du aufgestellt. Wofür brauchen wir den wo man, ich habe hier noch einen Totenkopf. Jetzt gucken wir kurz, was der Totenkopf macht bei euch vielleicht. Macht der irgendwas? Habt ihr gerade aktiviert? Mhm. Wofür brauche ich das? Oh, jetzt rumpelt. Das bin ich unten. Gut. Jetzt rumpelt's ordentlich. War ich, wie gesagt, war. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wir müssen irgendwas mit diesen Walzen im Hintergrund machen. Ja, ich denke auch, aber wie und was und wenn das da oben muss auch irgendwie. Ich glaube, der Ziel von dem Licht ist da oben in der Mitte, aber wie kommen wir da ran? Moment mal, das sind doch Schalter, oder? Die über den Walzen. Hier hinten können wir mal was dagegen drücken? Oh, warte, das ist eine gute. Ja. Ja, Benni, hier drüben ist trotzdem. Yeah. Hier unten. Was ist unten? Ne, hier, wo ich bin. Einfach mal nach unten kommen. Hinter dieser tollen Kugel. Links muss Schlange, rechts muss Skorpion. Ja, ja. Was ist am Ende welche tollen Kugel? Wo bist du? Unten? Ja, unten gekommen. Ich bin auf dem Weg. Die schwingende Kugel war. Was ist damit? Schlange machen, bis ihr kommt. Mach einfach. Oh, hab's schon gemacht. So, die Tür ist offen.
wahrscheinlich. Wo ist das Problem? Na, komm mal dort, wo die Wand mich eingequetscht hat. Ja, komm mal mit. Guck mal hier ganz nach rechts. Ja, da kommen wir später weiter, aber wir kommen jetzt noch nicht weiter. Meinst du? Beziehungsweise ist hier auch ein Schalter oben. Guck mal da oben über mir. Soll ich euch was helfen? Weil jetzt geht's hier weiter, ne? Komm nochmal kurz hier runter. Unter Umständen ist hier auch noch was zum Lösen, dass man auch Obst lösen kann. Oh, schnell. Oh, oder muss man einfach die Kugel dagegen knallen? Nee. Also die Kugel, die schwere Kugel habe ich gerade voll dagegen geknallt, hier gegen das Ding. Hui. Was ist denn da euer Problem da gerade? Ja, komm einfach her, dann guckst du es an. Den Schalter haben wir schon aktiviert. Wenn du die gerade so quetscht wirst. Nee, ich brauch das ja, um rüberzukommen. Arsch. Geh mal ganz nach rechts. Ganz nach rechts. Genau, da kannst du noch was sehen. Das ist so das, der Punkt. Oh, du kannst sie einfach anheben. Ja, okay. Aber nur ein, wenn ich hier loslasse, kracht da runter. Aber ja, du kannst. Warte mal. Kannst du das Antigravitationsfeld da reinpacken? Dann kannst du beide machen. Hui! Hast du noch auf mich, Lumi? Ja, ich mach die Abwechslung. Von Geist können Kraft. Wenn sie zu bestehen ihr schafft, sollt vom alten Schatz ihr kosten. Vom Schatz im Westen. Hier drüben und ist im noch Osten. Ein Totenkopf. Ha! Naja, das ist jetzt nicht die schlauste Idee, Leute. Läuft bei dir, Lumi. Wofür ist denn der Totenkopf? Ja, damit man mit die Post wieder hochgeht. Wenn wir zurückkommt, okay. Ja. Oh nein! Falsche Waffe da. Felix, es hängt an dir, unser Leben. Du lebst doch schon wieder. Oh. Das ist nur ein Bonus, den wir tun. Ich wollte die Dramatik reinbringen. Und ich hab's wieder komplett gekillt mit der Andi-Dramatiker. Ja. So, und jetzt geht's hier oben weiter, weil wir uns Rätsel gelöst haben. Toll, gut, Felix. Du mal klasse hinbekommen. Ey, geht's aber nur weiter, wenn man das mit dem Licht macht, okay? Ja, aber jetzt, ja, ich hab jetzt auf euch gewartet. Wir müssen jetzt das Licht da oben hinlenken. Dafür, das geht halt nur mit dem Ding tatsächlich. Das geht nämlich ja, nicht, wenn ich hier stehe. Ja. Guck mal. Ja, wir haben's gemerkt. Au! Dann lass Lumi, es drehst du mal den. Wir müssen das Ding halt hier. Nein, wieder geh das doch da. Runter und das dann da müssen wir wieder. Wir müssen doch hier was runterziehen. Das über mir müssen wir runterziehen, sonst geht's nicht. Ja, jetzt warte doch mal. Ich hätte es auch runterziehen können. Manny. Gehst du mal mit? Ich kann nicht ziehen. So. Naja, aber mitgehen. Irgendwie auf den Drückknopf. Auf den Drückknopf? Moment. Hat also den Drückknopf, was dafür gedacht ist. Ich glaube es war nach wie vor nicht, dass es dafür gedacht ist, aber gut. Er ist dafür gedacht. Wo willst du den Kopf sonst hin tun? Ich würde ihn mal mitnehmen. Wenn er dir so wichtig ist, nimm ihn halt mit. Oh, jetzt ist Nacht. Lumi, nimm den Kopf mit, oder was? Ja, nimm den Kopf! Ich komm nicht mit dem Kopf hier raus. Und dann soll man den vielleicht nicht mitnehmen. Hey. Seht, Sternschnuppen. Ah, schön mal nicht zu schwitzen. Ich schwitze nicht mehr. Geil. Doch, das ist schön. Ich wär so gerne in der Wüste mal nachts. Da war ich schon, das ist richtig geil. Also, das ist noch viel besser, als in dem, das hier aussieht. Wie wär's zur Abwechslung eine Flucht? In der Wüste war ich schon eine Nacht. Krass. In Ägypten mal. Ja, in Tunesien war ich. Muha-Dieb! Muha-Dieb! Sind wir in einem riesen Wurm oder was? Nach dem Kobold-Angriff auf das Königreich wurden die Helden des Kryne in eine ferne Einöde entführt. Die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht. Ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Leibe verschluckt.